MJ Update, New in My Collection, Folge 5. Hallo zusammen. Heute gucken wir hier in diese Kiste rein, was da wohl drin sein mag. So, lange Rede, kurzer Sinn. Hier habe ich ein Messer. Da gucken wir jetzt mal rein. Ich glaube, das kriege ich schon. Aua. Aua, das tat weh. Und das tat wirklich weh, aber ich mache tapfer weiter. Da sind zwei gut eingepackte, die sich fallen. Ich muss dazu sagen, ich habe es schon an Karton gesehen. Da stand nämlich draußen schon was drauf. Also ich weiß im Grunde schon, was da drin ist, aber ich habe es noch nicht ausgepackt. Da haben wir sie. Eine neue Funko Pop Figur. Und gleich in doppelter Ausführung. Da haben wir sie. So schaut der Karton aus. Michael Jackson beim Super Bowl. Am 31. Januar 1993 spielte er die Halbzeitshow. Dieser Auftritt revolutionierte die Halbzeitshow des Super Bowls. Im Allgemeinen wird er als einer der besten Halbzeitshows genannt und belegt regelmäßig in Umfragen den ersten Platz. Und selbst der deutsche Rolling Stone wählte diesen Auftritt zum spektakulärsten aller Halbzeitshows. Pop Rocks Michael Jackson Super Bowl, also die Super Bowl-Figur von Funko Pop. Hier ist die Figur ausgepackt, für 17,99 bestellt bei Haunter Collectors. Da fällt mir noch eine Anekdote von MJ Music Day letztes Jahr ein. Jennifer Batten war dort damals anwesend als Gast. Sie war ja MJs Gitarristin und sie berichtete, dass alle super aufgeregt waren, trotz Playback. Es wurde nicht live gespielt und selbst der Schlagzeuger hatte keine Sticks in der Hand, was man auch im Video sehen kann. Hatte er wohl vergessen. Ja, damit wird die Funko Pop Familie immer größer. Hier haben wir jetzt schon vier Stück. Alle weiteren Funko Pop Videos findet ihr auf meinem Kanal. Da gibt es viele reguläre Folgen mit verschiedenen themenorientierten Videos und auch weitere Videos zu verschiedenen Merch-Artikeln. Schaut gerne mal rein. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.